Halbzeit verpennt, zwei Eckbälle kassiert, Stellungsspiel falsch, der Torwart verschätzt sich, beim dritten Tor leider auch. Was soll man machen? So ist Fußball. Also ich bin soweit zufrieden mit der ersten Halbzeit. Für uns ein bisschen einfach geworden, durch zwei Standards schnell in Führung gegangen. Dafür umso besser, drei Punkte sind mir für mich erstmal wichtig. Zweite Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen, haben wenigstens etwas gegengehalten. So, und dann sah man ja auch, dass Torchancen von unserer Seite kamen, die leider nicht genutzt worden sind. Ich habe letzte Saison einige Spieler verloren, muss wieder neu beginnen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es für den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen wird. Nichtsdestotrotz, es kommt nicht auf zwei, drei Spieler an. Wenn das Team funktioniert, dann läuft das Spiel auch. Und heute hat nichts funktioniert, im Gegensatz zu letzter Woche. In den Köpfen hat sich das Spiel vielleicht für meine Jungs schon vorbei gewesen. Gehe davon aus, dass es dadurch halt ein bisschen zu leicht genommen worden ist von meiner Mannschaft. Also ich denke, unser Ziel ist unter den ersten fünf, das ist vollkommen akzeptabel. Wenn ich überlege, ich habe da 11 bis 12 2000er, 6 99er, da ist das ziemlich in Ordnung. Wenn wir unter den ersten sechs landen, bin ich zufrieden. Also der sechste Platz sollte für meinen jungen Jahrgang, das ist überwiegend bis auf einen junger Jahrgang, sollte reichen.